ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest euch allen da draußen. Und vielleicht, na gut, Silvestergrüße wird es noch geben von mir. Also ein frohes Neues wünsche ich noch nicht. Oder einen guten Rutsch, aber erstmal schön frohe, gesegnete, friedvolle Weihnachten euch. Und jetzt kommt mein Menü für Weihnachten, die Ente. Also Ente in Maronensauce gibt es, die Zutaten kommen jetzt. So, es geht los mit den Zutaten. Wir brauchen 2 Gemüsezwiebeln, 2 Rosmarinzweige, eine Bio-Orange, nicht zu groß gewählt bitte, und ein Apfel, Salz, dann fix und fertig vakuumierte Maronen, so ein Päckchen, und natürlich unseren Hauptdarsteller, die Ente. So, und als erstes gehen wir hin und holen die Innereien raus, das machen wir in den Topf. Da basteln wir später eine Soße draus, oder das brauchen wir als Soße. Wir lassen das einkochen, das gibt dann einen Fond, und den gießen wir dann später noch in den Sud, der da im Römertopf entsteht. So, Fett muss auch noch weg, zu viel Fett braucht die Ente eigentlich nicht, oder ich brauche sie auf jeden Fall nicht. Der Hals war mir zu lang, den habe ich auch noch ein Stückel abgeschnitten. Den Bürzel hinten habe ich dran gelassen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr den auch abschneiden. So, die Flügel. Da ist ja nicht wirklich viel dran. Und die würden mich auch im Räubertopf eigentlich nicht stören. Deshalb gehe ich hin, schneide die im Gelenk da ein, einen kurzen Knick nach unten. Und dann ist er schon ab, der Flügel. Genau das gleiche mache ich jetzt hier mit der zweiten Seite. Und das war es dann auch schon. Also einmal durchschneiden, abknicken, wegschneiden, fertig. So, die Keulen, die schneiden wir unten, ganz unten ein, da seht ihr es, wo einfach mit dem scharfen Messer rundherum anschneiden. Dann sind da 2 Sehnen da drin, eine oben, eine unten, die müssen wir auch noch durchtrennen. Aber aufpassen, dass man sich nicht irgendwie in die Finger sticht. Ist mir leider Gottes auch schon irgendwann mal passiert, da habe ich nicht aufgepasst. So, das kann man jetzt noch ein Stück zurückziehen, also ich zeige es jetzt hier gerade nochmal, einmal da rundherum einschneiden. Ne, man sieht es nicht. Die Kamera hat natürlich die optimale Position gehabt. Doch, kriegen wir es hin? Ah. Auf jeden Fall muss das zurückgezogen werden. Wenn das nachher gart, dann zieht sich das komplett zurück und man hat wirklich eine schöne Keule. So, wichtig ist Salz. Viel Salz. Wir brauchen kein Pfeffer, kein Muskat, kein Paprika oder sonstiges Gewürz. Nein. An diese Ente kommt eigentlich nur Salz dran, aber halt ordentlich Salz. Und das massiere ich also von beiden Seiten ein. Das war gehäufter Teelöffel voll Salz von jeder Seite. Und innen kommt jetzt auch noch mal so 1,5 Teelöffel rein, also ein gehäufter und noch ein bisschen hinterher. Das tun wir schön verteilen von innen. Und dann hat sie auch schon alles bekommen an Gewürz, was diese liebe Ente braucht. So. Den Apfel, den kann man in Spalten schneiden oder man macht so wie ich, da geht es ein bisschen schneller. Nimmt so ein Teil, haut das Ding in Spalten und schon ist es erledigt. So, die Orange, hier habe ich eine halbe Orange genommen, eine halbe Bio-Orange. Die habe ich dann auch kurz geschnippelt und jetzt die Zwiebel. Die kommt so im Ganzen mit Schale in die Ente als allererstes rein. Ich habe da so riesen dicke Teile erwischt. Ich habe leider keine kleineren bekommen, aber ich habe sie irgendwie reingekriegt. So, jetzt stopfen wir ja im Wechsel. Also einmal die Äpfel rein, dann kommt ein Teil von der Orange mit rein, von der halben. Und ganz zum Schluss kommen da noch 2 Rosmarinzweige rein. Das gibt auch noch echt einen super genialen Geschmack. Also ich brauche das einfach, alleine der Duft vom Rosmarin. Da bin ich schon glücklich. So, die Ente, da ist sie, fertig. Und hier ist unser Römertopf. Und der ist gewässert, gut gewässert, aber das wisst ihr schon aus den letzten Videos. Also Minimum 10 Minuten. Ich lasse die meistens so 30 Minuten wässern. Also bevor ich anfange, lasse ich dann Wasser in den Römertopf rein. Und dann passt das. So, ich habe jetzt hier die Maronen rundum verteilt. Und jetzt kommt noch der Rest dieser Bio-Orange da rein. Also nehmt eine kleine Orange, nicht so ein dickes Ding. Ich hatte so eine richtig große Bio-Orange. Das wird dann die Soße hinterher zu orangenlastig. Also eine ganz kleine Orange reicht vollkommen. Eine Hälfte ab in die Ente, eine Hälfte in den Topf. So,
Der Deckel war auch gewässert. Das geht jetzt in den Backofen und zwar für 1,5 Stunden, also anderthalb Stunden bei 180 Grad Ober-Unterhitze. So, was ihr da seht, ich habe es mir ein bisschen einfacher gemacht als sonst. Normalerweise kann man das alles irgendwie in der Pfanne oder im Topf ein bisschen anbraten. Da war noch die Zwiebel mit drin, die habe ich geteilt. Ich habe es hier einfach auf die Schnelle gemacht. Ich habe die 20 Minuten bei 180 Grad in meiner Heißluftfritteuse gefeuert. Und dann war anschließend dieses Ergebnis, was ihr da seht. Passt genauso, als hätte ich sie angebraten. Und das stelle ich jetzt hier auf diesen Gasofen, der dann irgendwann aufgehört hat, Gas abzugeben. Dann musste ich wechseln auf die Elektroplatte. Hab da Wasser angegossen und Pfeffer und Salz dran gemacht. So, und jetzt bringen wir jetzt zum Kochen und lassen das einfach da vor sich hin kochen. Und irgendwann ist dann von der Brühe nicht mehr viel da. Auf jeden Fall, nach 1,5 Stunden holen wir unsere Ente aus dem Backofen. Da seht ihr, ist ja eigentlich noch ziemlich blass. Könnt noch ein bisschen ins Solarium wandern, aber das kommt auch gleich. So, das habt ihr das gesehen? Mehr bleibt da eigentlich gar nicht übrig, aber der Sud, der hat es wirklich in sich. So, das kippe ich jetzt alles da unten rein mit dem, was sich da gebildet hat an Flüssigkeit. So, und mach kurz den Topf schütten aus, dann kommt der Sieb wieder rüber. Und jetzt nehmen wir den Römertopf. Gießen alles dann durch dieses Sieb ab. Denn das da, was jetzt abgegossen wird, das wird unsere Soße. Da ist jede Menge Fett entstanden. Ihr müsst also, wenn ihr das nachher vor sich hin köchelt, immer mal wieder einen Löffel nehmen und Fett abschöpfen, sonst wird die einfach zu fett. So, die Ente, die wandert jetzt wieder zurück in den Römertopf und wird bei offenem Deckel noch 30 Minuten weitergegart. Genau dieselbe Temperatur, Ober-Unterhitze 180 Grad. Nach 30 Minuten kommt die raus und ist wirklich schön kross und auch lecker. So, hier haben wir unseren Sud. Wir stellen, wie gesagt, das Gas hat den Geist aufgegeben, jetzt die Elektrobratte. Einmal diese Maronen rausfriemeln da aus dem Sieb, denn wir wollen ja eine Maronensoße haben. Und wir bringen das zum Kochen. Wenn es gekocht hat, schalte ich direkt die Platte aus und gehe dann direkt auch mit dem Pürierstab rein und mache diese ganzen Maronen kurz und klein, damit wir eine schöne sämige Soße haben. Also wir brauchen da keine Stärke mehr oder sonst irgendwas zum Abbinden. Das reicht vollkommen aus. Man würzt sie einfach noch nach mit Pfeffer und Salz. Das muss man abschmecken. Bei mir war das so okay. So, und da ist sie. Da ist meine Ente. Sieht die nicht genial aus? Also, die war richtig, richtig lecker. Die Soße dazu, einfach genial. So, tranchieren. Das ist auch noch so ein Thema für sich bei mir. Das erspare ich euch. Das war ein Massaker. Deshalb einfach nur hier ein Stückchen von der Brust weg. Eine Keule dazu. Ich habe mir dann noch Kartoffelpüree gemacht. Das liebe ich ja. Kartoffelpüree ist was für mich so. Alles, was man aus Kartoffeln machen kann, ist das so fast die Nummer 1. Da kommen nur noch Kroketten vorher. Aber das muss einfach sein. Das passt dazu. So, jetzt unsere Soße. Einfach mal drüber. Da kann man jetzt noch einen schönen Salat dazu essen. Oder Rotkraut. Das überlasse ich ganz euch. Ich habe es so gefuttert. Einfach die Ente mit der Soße, mit dem Kartoffelpüree. Wie das ausschaut, das zeige ich euch jetzt noch in ein paar Bildern. Ich hebe es erstmal in die Kamera rein. Ich hoffe, sie wird nicht unscharf, weil das hat so gut geduftet. Meistens schmeckt da und riecht die Kamera mit. Auf diesem Wege wünsche ich euch eine frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins nächste Jahr. Tschüss, macht euer Micha.